So, jetzt habe ich ja festgestellt, gerade eben, das ist hier meine Abdeckung, die ist ja jetzt wieder drauf. Und tatsächlich die Steuerung des Aquavents da hinten, Aquavent, läuft jetzt per Zeitschaltuhr. Da ja der Tunzer-Hub jetzt hier unten nicht mehr dran ist, läuft er über Zeitschaltuhr und immer nur, ja, ich sag es mal, zeitweise. Weil er halt, ich sag es mal, wenn man ihn ganz normal über das Netzteil betreibt, halt, ja, ich sag mal, eine gewisse Geräuschkulisse dann doch hat. Er ist leise, keine Frage, aber ist natürlich, wenn ich ihn anschalte, was anderes, als wenn ich jetzt hier komplett ohne sitze. Ja, da ist der Zug da draußen, ist sehr viel lauter wie das Gerät da hinten. Wo habe ich's? Einen Augenblick, ich bin gleich da. So, da haben wir die App gefunden. Chaos hier. Aquavent, schalten wir den einfach mal ein. Der hat natürlich eine gewisse Grundlautstärke. Aber wir haben ja eben gesehen, der pH-Wert ist ziemlich weit unten. Das heißt, ich sollte den tatsächlich dann doch dauerhaft da oben laufen lassen. Zumindest tagsüber, wenn auch gelüftet wird. Damit dann hier dementsprechend auch ein Gasaustausch stattfinden kann. Das ist auch ein Punkt, den ich jetzt gerade wieder mal am Ausprobieren bin. Wie oft muss ich lüften? Wie oft muss der an sein, damit das mit dem Gasaustausch vernünftig läuft? Und es sieht ja danach aus, dass er halt tatsächlich fast dauerhaft laufen muss. Ja, das dazu. Nee, lass mal an. Ja, was man bei der Abdeckung allerdings natürlich auch noch beachten muss, ist, dass das Licht angepasst wird. So, jetzt hatte ich natürlich nach der Aktion mit den Dinos musste das Licht sowieso angepasst werden. Und da gehe ich im Endeffekt nochmal hin und nehme euch mit hier aufs Gerät. Und dann schauen wir uns die aktuellen Lichteinstellungen hier von meinem Gerät an, von den Leuchten. Und da bin ich halt hingegangen und bin wieder zu meiner alten Lichteinstellung übergewechselt. Na komm. So. Und zwar habe ich momentan hier vorne 43% Maximalleistung. Da bin ich ungefähr bei 100 bis 120 Bar unten am Boden. Das ist okay. Hier im mittleren Bereich kommen wir dann so auf 200 ungefähr. Und hier im oberen Bereich liegen wir schon bei 220 bis 250 ungefähr. Reicht vollkommen aus. Ohne Frage. Die Lichteinstellung selber, ihr seht es im Endeffekt. Ich habe es mir ja mit eingeblendet hier. Ich habe UV wieder mit drin. Die Tiere haben sich jetzt tatsächlich nach der Aktion mit den Dinos wieder gut erholt und stehen auch tatsächlich ziemlich gut in Farbe da. Und durch das UV kommt dann natürlich auch wieder ein kleines bisschen mehr Fluoreszenz rein. Nicht zu viel. Also es ist tatsächlich relativ wenig im Vergleich. Gehen wir jetzt mal zu einem LPS Plus Programm. Nee, da haben wir tatsächlich auch nur 40. Das sind die Plus Programme. genau. Die Originalprogramme sind ja dann tatsächlich ein kleines bisschen höher angesetzt, wie wir jetzt hier beim SPS Plakativ sehen. Die anderen habe ich jetzt gar nicht mehr hier drin. Aber tatsächlich die jetzige Einstellung, so wie ich sie habe, gefällt mir am besten, gefällt den Korallen am besten. Vom Verbrauch her passt das. Ich muss also tatsächlich hier relativ wenig eingreifen lassen durch den Keeper. Das ist schon mal sehr schön und die, wie gesagt, die Farben kommen jetzt tatsächlich langsam wieder hinten. Die Miyagi, die ist wieder schön am Produzieren, die Fluoreszenz. Und das Becken leuchtet jetzt halt auch mehr und das ist halt das Schöne. Ich war zwischendurch wieder mal ein bisschen shoppen, weil ich da einfach mal wieder Bock drauf hatte. Und unter anderem, meine Frau natürlich auch. Wir waren in drei Läden, haben eine kleine Rundfahrt mal wieder gemacht und waren auf Joes Korallenfarm. Anschließend sind wir zum Megazoo gefahren und dann noch zum Johnny Böttcher, Meerwasserböttcher, Aqua Perfect, beziehungsweise Aqua Perfect ist ja die Großhandel, also Meerwasserböttcher. So, und da haben wir im Prinzip den Bereich hier mal wieder ein kleines bisschen neu gestaltet. Beim Joe haben wir mit Masse SPS mitgenommen, und zwar die guten alten
Standardkorallen, sage ich jetzt mal. Wieder hinten ist der Delata, hier vorne eine Himbeere. Ich versuche mich gerade wieder dann mal an einer, ich komme nicht drauf, Montipora Bubblegum. Und das war beim Joe. Dann sind wir weitergefahren zum Megazoo. Da kommt der Schwamm her. Das ist schon mal ein sehr, sehr geiles Tier. Die hat er bei sich im Schaubecken drin, glaube ich, 203 Stück. Und es wurde von ihm behauptet, dass die von Licht und Liebe leben. Ja, wir wissen alle, Schwämme brauchen hier und da natürlich auch mal was zum Filtrieren. Dazu nehme ich im Moment noch, ich habe da oben hier einmal noch von Aquaforest, dieses Phytomix. Das kommt im Prinzip mit rein. Einmal vorher schütteln. Strömung steht richtig, genau. So, da oben habe ich ja mein Löchlein und dann geht das hier rein vor den Schwamm. Kann ihn natürlich nicht schaden. Also laut Aussage von Aquazoo, vom Megazoo, braucht er eigentlich nichts. Soll auch unter stärkerem Licht ohne Probleme wachsen. Sieht auch momentan jetzt seit anderthalb Wochen, steht das Ganze jetzt hier drin. Sieht ja noch ziemlich gut aus. Und schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Ja, weitergefahren bin ich dann zum Johnny Böttcher. Und da tatsächlich aus dem einzelnen Grund, ich wollte noch mal wieder eine schöne große Katafylia haben, eine Wunderkoralle, die wir jetzt hier vorne stehen haben mit rosa Tipps. Die ist mir vor einiger Zeit von den Dinos oder von der anderen Plage, was auch immer ich da jetzt drin hatte, eingegangen. Und die ist hier tatsächlich momentan noch ein kleines bisschen in der Eingewöhnungsphase, steht noch nicht so hundertprozentig. Die ersten beiden Tage waren sehr viel besser. Dann hat sie sich über anderthalb Tage zusammengezogen und jetzt baut sie sich langsam sicher wieder auf. Könnte aber auch daran liegen, dass ich hier und da so ein kleines bisschen noch Defizite in meinem Versorgungssystem hatte. Und da kommen wir dann jetzt im Endeffekt zum nächsten Punkt. Und zwar zu der Wasseranalyse. Da sind einige Sachen aufgefallen, die im Endeffekt ja man so in der Problematik normale ICP OES gar nicht hätte sehen können, aber jetzt tatsächlich nachweisen konnte, weil ich hatte ja auch die Problematik, dass ich hier zu viel Phosphat drin hatte und hatte einen Eisenabsorber mitlaufen. Und dieser Eisenabsorber ist nun mal das breitbandige Breitschwert, sage ich jetzt mal. Das holt nicht nur das Phosphat raus, das holt auch andere wichtige Spurenelemente raus. Und das schauen wir uns jetzt mal genau zusammen an. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, die Firma ATI ist ja hingegangen und hat sich jetzt auch an eine MS rangewagt oder hat jetzt eine MS tatsächlich auch im Programm, um tatsächlich ein bisschen ja, tiefer schauen zu können. Weil wir haben die Problematik, dass bei der OES einige, ja, ich sag mal, Spurenelemente oder Ultraspurenelemente natürlich aufgrund von technischer Einschränkungen bei der OES halt nicht gesehen werden können. Ja, die kommt halt nicht so tief runter. So, die MS ist jetzt im Endeffekt ein neues Tool für uns, um noch tiefer schauen zu können. Und wir haben hier die Möglichkeit, wirklich Sachen zu sehen, die im Vorfeld überhaupt nicht angezeigt wurden. Den direkten Vergleich kann ich jetzt gerade, muss ich mal eben schauen. Einen Augenblick. So, beide gefunden. Und ich nehme euch mit aufs Bett, mache mich mal ganz klein unten links in die Ecke und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also grundsätzlich von der Aufmachung her ist alles gleich geblieben. Das Einzige, was halt sich ändert, ist hier im Bereich und das ist ja das, was mich interessiert. Wir haben auf der linken Seite ist die MS und auf der rechten Seite ist eine ältere Analyse von mir und ich ziehe das mal ein kleines bisschen größer, weil das ist ja das, was ich im Endeffekt jetzt hier euch zeigen möchte. So, die Reihenfolge dürfte ungefähr die gleiche geblieben sein. So.
Und da seht ihr schon, auf der linken Seite haben wir dieses Zusatzzeichen, da steht MS. Das sind dann die Bereiche, wo wir dann tiefer gucken können. Und ihr seht es tatsächlich, es fängt beim Mangan im Prinzip an. Mal gucken, ob ich das markieren kann hier. Ob ich hier drauf rum... Nee, kann ich nicht. Schade. Beim Mangan fängt es an hier. Das war auf der rechten Seite tatsächlich nicht nachweisbar. Das wäre dann auch ein Grund gewesen, tatsächlich Mangan nachzudosieren. Hier auf der linken Seite sehen wir, wo es tatsächlich ist. Und Idealwert wäre 0,95. Auf der rechten Seite wäre bei 1,0 gewesen. Ist jetzt kein großer Unterschied, aber wir haben hier tatsächlich einen Wert angezeigt von 0,814. Also wir können bis drei Stellen hinterm Komma können wir gucken. Und das ist schon genial. Und ihr seht auch die restlichen Werte, die im Prinzip angegeben sind. Und wir haben aber auch bei der MS tatsächlich Bereiche, oder beziehungsweise jetzt hier bei meiner MS sieht man ganz gut, dass es Bereiche gibt, die nicht angezeigt werden. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie nicht so tief gucken kann. Nee, ich mache das mal größer, weil das war jetzt nur das Beispiel. Wir haben hier, mir fehlt Chrom, mir fehlt Selen. Okay, Silber, haben wir Silberkettchen, kann ich reinschmeißen. Nein, Scherz beiseite. Vanadium, Zinn ist gar nicht drin. Dafür einen leicht erhöhten Zinkwert. Da gehe ich mal davon aus, dass das mit dem Futter zusammenhängt. Und die Problematik, die wir hier im Prinzip haben, ist tatsächlich der Einsatz von meinem Absorber. Das, was ich eben gesagt habe. Ja, da ist der Eisenabsorber als großer Schwamm, sage ich jetzt mal, der alles reinzieht, was geht, und der mir genau solche Werte mit da unten zieht. So, und jetzt gerade das Selen, das ist ja sowieso momentan in aller Munde. Bei der ECP OES haben wir, glaube ich, eine untere Nachweisgrenze, also bis wo der gucken kann, von zwischen 4 und 6 ungefähr Mikrogramm pro Liter. So. Der ideale Wert liegt aber bei 0,47. So. Und tatsächlich ist hier auch in meiner Analyse nichts zu sehen. Jetzt hat der Ben hier von ATI Aquaris, also Dr. Ben Funke, bei ATI ein kleines bisschen mit Selen gearbeitet und sich das mal angeschaut. Und tatsächlich ist Selen einer der Stoffe, der wichtig für unsere Korallen ist. Und wenn ich jetzt, sagen wir, das Breitschwert einsetze, hier den entsprechenden Phosphatabsorber auf Eisenbasis, dann zieht er mir unter anderem sowas dann runter, weil drin wird es gewesen sein, weil es übers Futter reinkommt, weil es über die Essentials reinkommt und. Also Selen wird immer in irgendeiner Form zugeführt. Aber hier können wir jetzt tatsächlich sehen, was so ein Eisenabsorber im Endeffekt noch zusätzlich anrichtet. Wir werden sehen, in einem Monat werde ich nochmal eine MS machen. Der Eisenabsorber ist raus. Ich werde schauen, dass ich mein entsprechendes Fütterungsverhalten und alles anpasse, dass ich mit meinem Phosphatwert im Endeffekt jetzt bei einer 0,05 bis 0,08 lande. Das ist mein Plan. Ob das funktioniert, werde ich sehen. Aber ich habe ja jetzt auch wieder mehr Verbraucher drin, die tatsächlich ziehen, die dann auch schnell wachsender sind. Wie zum Beispiel da hinten die Stellata. Hier vorne ist eine Hysterix, die auch wieder relativ schnell wächst. Die Tubinaria hier unten, die grüne, die ist auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Die hat wieder richtig Farbe gekriegt. Also ihr seht, das Becken ist wieder auf dem richtigen Weg und fängt auch wieder an zu verbrauchen. Heißt im Umkehrschluss auch, dass natürlich meine Nährstoffe verbraucht werden, dass meine Nährstoffe wahrscheinlich runtergehen. Ihr habt aber auch gesehen, dass hier mein, das blende ich euch nochmal kurz ein, mein Nitrat wieder auf 60 ist. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Zeigt mir, dass ich ein kleines bisschen zu viel Stickstoff zugeführt habe. Die entsprechende Dosierung habe ich auch schon runter reduziert. Aber der Stickstoff ist auch ein essentieller Bestandteil für unsere Korallen. Ja, wenn ich jetzt angemessen fütter, und das mache ich ja jetzt hier oben mit dem Futterautomaten, komme ich gleich noch zu, und mit dem Futterautomaten, dass ich halt eine
definierte Menge ins Wasser bringe, um zu schauen, was kommt rein. Ja, wenn ich dann sowas dann hier noch mit reinpacke, dann habe ich natürlich hier und da auch Faktoren, oh, gib noch mal was rein, passt doch, die Fische fressen es doch. Ja, aber es schlägt sich im Endeffekt auch im System nieder. Und da liegt im Endeffekt die Problematik, ja, die wir sowieso immer haben, das Gleichgewicht hier wiederherzustellen oder ein Gleichgewicht zu erstellen zwischen Korallen und zugeführten Nährstoffen. Das muss passen. Wenn nämlich die Korallen anfangen, blass zu werden, dann hat das einerseits auch den Hintergrund, dass es vielleicht am Stickstoff fehlt. Und wenn der durch andere Bereiche zu schnell umgesetzt wird, Bakterien etc., dann ist natürlich nicht mehr genug für die Korallen da. Und dann verlieren sie Farbe, dann sieht es doof aus. Deshalb habe ich die Zuführung vom Stickstoff etwas höher gesetzt und habe jetzt die Quittung hier dafür gekriegt. Ja, was haben wir noch? Was momentan sehr erfreulich ist, die MS hat hier im Bereich Schadstoffe, blende ich euch auch mal eben ein, wenn ich sehe, genau da. Mein Wolfram ist auch durch den Eisenabsorber, so wie es aussieht, extrem nach unten gezogen worden. Liegen wir nämlich bei einem Wert von 5,085, anstatt vorher wie vorher bei 48. Also da ging es dann relativ zügig nach unten. Aber ich habe auch hier und da mal mit Lantan gearbeitet, weil mein Wert natürlich zügig nach oben geschritten ist. Und Lantan, wie ihr seht, ist halt auch nachweisbar und in einem Bereich, der halt nicht ganz so toll ist. Ja, also viel, viel zu hoch. Da steht zwar top dahinter. Das Lantan macht eigentlich im System auch noch nichts. Also es ist noch nicht in dem Bereich, wo es tatsächlich Schaden anrichten könnte. Aber es ist jetzt hier mit der MS sichtbar, dass ich damit gearbeitet habe. Macht man nicht. Noch in Extremsituationen. Also sprich, das Lantan ist bei mir so ein kleines Hilfsmittel, wenn tatsächlich mal der Phosphatwert extrem schnell nach oben geht, aus welchem Grund auch immer, dann gehe ich im Prinzip im Gegenzug hin und kann Lantan hinzugeben, hinten im Schacht. Das wird dann über den Fließfilter und den Abschäumer, habe ich versucht natürlich direkt rauszukriegen, aber alles kriegt man natürlich nicht raus. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Eisenabsorber, also sprich normaler Phosphatabsorber auf Eisenbasis, ist in meinen Augen tatsächlich ein Breitschwert oder ein Riesenschwamm. Wie ihr seht, es zieht an wichtigen Sachen einiges raus. Den Versuch, den ich jetzt mache, ist im Endeffekt, also ich versuche, das nächste, was jetzt halt läuft, ich werde jetzt hier den oder habe den Phosphatabsorber schon entfernt. Ich habe oben, habt ihr wahrscheinlich im Live auch schon gesehen, den neuen Wirbelbettfilter der Firma Nios, also sprich die zweite Generation vom Torque. Den werde ich ja euch auch noch separat nochmal vorstellen. Der wird nämlich hier reingehen und für meine Aktivkohle im Endeffekt da sein. Und der jetzt drin war, sprich der Aqua Forest, sehr schönes Gerät, den habe ich jetzt sauber gemacht, der steht unten im Keller als Reserve. Hatte halt die Problematik, der ist schön, müssen wir nicht drüber reden, aber ich habe im Endeffekt ein Riesenmonster, wo ich nicht ganz so einfach dran gekommen bin. Ich fand den Nios schon immer klasse, habe den ja auch noch unten stehen und das Video, was dazu kommen wird, das wird definitiv ein Vergleich werden. Alt versus neu, also Gen 1 versus Gen 2. Was hat sich verändert? Was ist besser gemacht worden? Was ist schlechter gemacht worden? Schlechter, werden wir sehen. Ich glaube nicht. Aber das ist im Endeffekt die Veränderung. Wo wir dann gerade bei der Technik sind, machen wir das Ding mal eben auf. Sehen wir sofort.